Kein gottloser Mann darf auf dem Meersteinstuhl sitzen. Dennoch hatten die Kapitäne und Könige beim Königsting Eurons Namen geschrien und ihn, Viktarion und andere gottesfürchtige Männer verzogen. Die Morgensonne glitzerte auf den Wellen und war zu grell, um hinzusehen. Viktarion dröhnte der Kopf, ob nur von der Sonne, von der Hand oder von den Zweifeln, die ihn plagten, wusste er nicht. Er ging nach unten in seine Kabine, wo es kühl und dunkel war. Die dunkelhäutige Frau wusste, was er wünschte, ohne dass er darum bitten musste. Während er sich auf seinem Stuhl niederließ, nahm sie ein feuchtes, weiches Tuch aus dem Becken und legte es ihm auf die Stirn. »Gut«, sagte er, »gut, und jetzt die Hand.« Die dunkelhäutige Frau antwortete nicht. Euron hatte ihr die Zunge herausgerissen, ehe er sie ihm geschenkt hatte. Tarion zweifelte nicht daran, dass Krähenauge sie ebenfalls mit in sein Bett genommen hatte. Es war die Art seines Bruders. »Eurons Geschenke sind vergiftet«, hatte sich der Kapitän an dem Tag in Erinnerung gerufen, als die dunkelhäutige Frau an Bord gekommen war. »Ich will keine seiner Hinterlassenschaften.« Eigentlich hatte er beschlossen, ihr die Kehle aufzuschlitzen und sie ins Meer zu werfen, als ein Blutopfer für den ertrunkenen Gott, doch irgendwie wäre er nie dazu gekommen. Seitdem hatten sie sich näher kennengelernt. Viktarion konnte mit der dunkelhäutigen Frau sprechen. Sie versuchte nie zu widersprechen. »Die Gram ist die letzte«, erzählte er ihr, während sie ihm den Handschuh abstreifte. »Die anderen haben sich verirrt, sind zu spät oder gesunken.« Er verzog das Gesicht, als die Frau mit der Messerspitze in das fleckige Leinen schnitt, mit dem seine Schildhand verbunden war. »Manche wird sagen, ich hätte die Flotte nicht aufteilen sollen. Narren. 99 Schiffe hätten wir. Eine schwerfällige Viehherde, wenn man sie über die Meere bis ans Ende der Welt treiben will. Wenn ich sie zusammengehalten hätte, wären die schnelleren Schiffe Geiseln der langsameren geworden. Wo hätten wir Vorräte für so viele Männer gefunden? Kein Hafen sieht gern so viele Kriegsschiffe in seinen Gewässern. Die Stürme hätten uns so oder so auseinandergetrieben, wir wären wie Blätter im Wind über die Sommermeere gerauscht.« Stattdessen hatte er die große Flotte in Geschwader aufgeteilt und jedes auf eine andere Route in Richtung Sklavenbucht geschickt. Die schnellsten Schiffe gab er dem roten Ralph Stonehouse, damit er über die Korsarenstraße entlang der Nordküste von Sotoriurs segelte. Die toten Städte, die an dieser glühend heißen Küste verrotteten, mied man am besten, wie jeder Seemann wusste. Aber in den Städten aus Schlamm und Blut auf den Basiliskeninseln wimmelte es nur so vor entlaufenen Sklaven, Sklavenhändlern, Häutern, Huren, Jägern, gestreiften Menschen und Schlimmerem. Dort gab es auch stets Proviant zu holen für Männer, die sich nicht fürchteten, den eisernen Preis zu bezahlen. Die größeren, schwereren und langsamen Schiffe brachen in Richtung Lys auf, um die Gefangenen zu verkaufen, die sie auf den Schilden gemacht hatten, die Frauen und Kinder aus Lord Havits Stadt von den anderen Inseln, zusammen mit den Männern, die sich entschieden hatten, sich eher zu ergeben als zu sterben. Viktarion hatte für solche Schwächlinge nur Verachtung übrig. Trotzdem hinterließ es einen schlechten Geschmack in seinen Mund, sie zu verkaufen. Einen Mann zum Leibeigenen oder eine Frau zum Salzweib zu machen, war richtig und anständig, aber Menschen waren keine Ziegen oder Hühner, die man für Gold kaufen oder verkaufen konnte. Er war froh gewesen, diese Sache Ralph dem Hinker überlassen zu können, der mit den Münzen seine großen Schiffe mit ausreichendem Proviant für die lange, langsame Fahrt durch die mittlere Passage nach Osten ausrüstete. Seine eigenen Schiffe krochen an der Küste der umstrittenen Lande entlang, nahmen Vorräte und Wein und Trinkwasser nur Landes an Bord, ehe sie nach Süden abbogen und um Valyria herumfuhren. Das war die gewöhnliche Route in den Osten und die meistbefahrene, wo man kapern konnte und keine Inseln fand, die während der Stürme Schutz boten, Ausbesserungsarbeiten ermöglichten und wo man die Vorräte bei Bedarf austrocknen konnte. 54 Schiffe sind zu wenig«, erklärte er der dunkelhäutigen Frau. »Aber ich kann nicht mehr erwarten, die einzige Möglichkeit«, er grunzte, als sie den Verband abzog und dabei etwas von der Kruste aus getrocknetem Blut losriss. Das Fleisch darunter war grün und schwarz, wo ihn das Schwert verletzt hatte. »Die einzige Möglichkeit, es zu schaffen, besteht darin, die Sklavenhändler zu überraschen, so wie es mir einst in Lannisport gelungen ist. Vom Meer aus heranpreschen und sie zerschmettern, dann das Mädchen schnappen und nach Hause segeln, ehe die Volantäner sich auf uns stürzen.« Viktarion war kein Feigling, aber er war auch kein Dummkopf. Mit 54 Schiffen konnte er nicht 300 Schiffe zerstören. »Sie wird meine Gemahlin werden, und du wirst ihre Zofe.« Eine Zofe ohne Zunge könnte niemals Geheimnisse ausplaudern. Er hätte vielleicht noch mehr gesagt, doch der Maester kam und klopfte furchtsam wie eine Maus an die Tür. »Herein«, rief Viktarion, »und versiegelt die Tür. Ihr wisst, warum ihr hier seid.« »Lord Captain«,
Da Maester sah aus wie eine Maus, in einer grauen Robe, mit seinem kleinen braunen Schnurrbart. Glaubte er, damit sehe er männlicher aus. Kevin war sein Name, er war sehr jung, vielleicht 22. Darf ich eure Hand sehen? Fragte er. Was für eine dumme Frage. Maester waren durchaus nützlich. Doch für diesen Kevin hatte Victario nichts als Verachtung übrig. Mit seinen glatten, rosa Wangen, den weichen Händen und den braunen Locken sah er mädchenhafter aus als die meisten Mädchen. Als er an Bord der Eisernen Sieg gekommen war, hatte er zunächst noch blöd gegrinst, aber in seiner Nacht auf den Stepstone hatte er den falschen Mann angelächelt, und Burton Humble hatte ihm vier seiner Zähne ausgeschlagen. Nicht lange danach war Kevin bei ihm angekrochen gekommen und er sich beschwert, dass vier aus seiner Mannschaft ihn unter Dreck gezerrt und wie eine Frau benutzt hatten. Ja, damit könnte er ihr das beenden, hatte Victarion zu ihm gesagt und einen Dolch in den Tisch zwischen ihnen gerammt. Kevin nahm die Klinge doch nur, so vermutete der Captain, weil er Angst hatte, sie abzulehnen. Doch er hatte sie nie eingesetzt. Meine Hand ist hier, sagte Victarion. Seht sie euch an, solange ihr wollt. Meister Kevin ging auf ein Knie, um die Wunde besser zu begutachten. Er schnüffelte sogar daran wie ein Hund. Ich muss euch erneut den Eiter abfließen lassen, die Farbe. Lord Captain, der Schnitt verheilt nicht. Es ist gut möglich, dass ich euch die Hand abnehmen muss. Darüber hatten sie schon einmal gesprochen. Wenn ihr mir die Hand abnehmen müsst, töte ich euch. Aber zuerst binde ich euch an den Reling fest und schenke der Mannschaft euren Arsch. Und macht schon. Ihr werdet Schmerzen haben, wie immer. Das Leben besteht aus Schmerz, du Narr. Es gibt keine Freuden. Aus den Wasserhallen des ertrunkenen Gottes. Na los, der Knabe. Es war schwierig, sich jemanden, der so weich und rosa war, als Mann vorzustellen. Legte die Schneide des Dolches quer über die Handfläche des Käpt'ns und schnitt. Der Alter, der hervorquoll, war dick und gelb wie saure Milch. Dunkelhäutige Frau rümpfte die Nase bei dem Geruch. Der Maester wirkte und sah Victarion selbst, drehte sich der Mage um. Schneide tiefer, holt alles heraus, zeigt mir das Blut. Meister Kevin drückte den Teufel tief hinein. Diesmal tat es weh, doch mit dem Eiter kam Blut hervor, Blut so dunkel, dass es im Licht der Lampe schwarz wirkte. Blut war gut. Victarion grunzte zustimmend. Er sah ungerührt aus, während der Meister schnitt und drückte den Eiter mit fäkigen, weichen Tüchern abtupfte, die zuvor in Essig gekocht worden war. Als er damit fertig war, hatte sich das saubere Wasser im Becken in seine schmuddelige Brühe verwandelt. Allein bei dem Anblick konnte ein Mann schon übel werden. »Nehmt diesen Dreck und geht«, Victarion deutete mit dem Kopf auf die dunkelhäutige Frau. Sie kann mich verbinden. Auch nachdem der Junge gegangen war, blieb der Gestank zurück. In letzter Zeit gab es davor keinen Trinnen mehr, da Maester hatte vorgeschlagen, die Reinigung der Wunde an Deck in frischer Luft und im Sonnenschein vorzunehmen. Aber Victarion hat es verboten. Das war nichts, was seine Mannschaft sehen durfte. Sie waren eine halbe Welt von zu Hause entfernt, so weit, als dass die Männer erfahren durften, dass ihr eiserner Käpt'n zu rosten begonnen hatte. Das Pochen in seiner linken Hand ließ nicht nach. Ein dumpfer, doch hartnäckiger Schmerz, den er die Hand zur Faust ballte, nahm der Schmerz zu, als würde man ihm ein Messer den Arm hinaufstechen. Kein Messer, ein Langschwert in der Hand seines Geistes. Sari, das war sein Name gewesen, ein Ritter und der Erbe von Southschild. Ich habe ihn getötet, und doch sticht er noch aus dem Grab nach mir, aus dem heißen Herzen der Hölle, die ich ihn geschickt habe, bohrt er mir seinen Stahl in die Hand und dreht die Klinge. Victarion erinnerte sich doch noch an den Kampf, wie es gestern gewesen. Sein Schild war zertrümmert und baumelte nutzlos an seinem Arm. Also hatte er, als Sari mit dem Langschwert seinen Hieb von oben führte, die Hand ausgestreckt und die Klinge gepackt. Der Jüngling war stärker gewesen, als er ausgesehen hatte. Seine Klinge biss sich durch den Panzerhandschuh und die Polsterung hindurch, bis in das Fleisch seiner Handfläche. Ein Kratzer von einem kleinen Kätzchen, hatte sich Victarion hinterher eingeredet. Er hatte den Schnitt gewaschen, ein wenig gekochtes Essig darüber geschüttet, die Wunde verbunden und nicht mehr viel darüber nachgedacht, denn er vertraute darauf, dass der Schmerz bald nachlassen und die Hand sich selbst mit der Zeit heilen würde. Stattdessen hatte die Wunde zu eitern begonnen, bis Victarion sich fragte, ob Sarys Klinge vielleicht vergiftet gewesen war. Warum sonst sollte der Schnitt nicht heilen? Der Gedanke machte ihn wütend. Kein richtiger Mann tötete mit Gift. In Moat Cailin hatten sie Sumpfteufel vergiftete Pfeile auf seine Männer abgeschossen. Aber was sollte man von solch entarteten Wesen sonst erwarten? Sari dagegen war ein Ritter, von hoher Geburt gewesen. Gift war die Waffe von Feiglingen und Frauen und Dornischen. Wenn nicht Sari, wer dann? Fragte er die dunkelhäutige Frau. Könnte diese Maus von einem Maester dahinter stecken? Maester kennen Zaubersprüche und andere Schliche. Vielleicht benutzt der Knabe einen, um mich zu vergiften, damit ich ihm erlaube, mir die Hand abzuschneiden. Je länger er darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher erschien es ihm.
Krähenauge hat ihn mir mitgegeben und ich weiß, was für ein verkommenes Geschöpf er ist. Eurum hatte Kerwin von Greenschild mitgebracht, wo er in Diensten von Lord Chester die Raben versorgt und die Kinder unterrichtet hatte. Oder vielleicht auch andersrum. Und wie die Maus gequiekt hatte, als einer von Eurons Summen ihn an der Kette um seinen Hals an Bord der Eisernen Sieg gezerrt hatte. Wenn das seine Rache ist, dann tut er mir Unrecht. Es war Euron, der darauf bestand, ihn gefangen zu nehmen, der keinen Unfug mit seinen Vögeln anstellen kann. Sein Bruder hatte ihm auch 3 Käfige mit Vögeln mitgegeben, damit Kerwin von der Reise Nachrichten nach Hause schicken konnte. Doch Viktarion hatte ihm verboten, sie fliegen zu lassen. Soll Krähenauge ruhig im Unklaren bleiben. Dunkelhäutige Frau verband die Hand mit frischem Leinen, wickelte den Stoff 6-mal um die Handfläche, als Longwaters Pike an die Kabinentür klopfte, um ihm mitzuteilen, dass der Captain der Gram mit seinem Gefangenen an Bord gekommen war. Er sagt, er habe uns einen Zauberer mitgebracht, Captain, ein Zauberer, der aus dem Meer gefischt hat. Einen Zauberer? Hatte der ertrunkene Gott ihm hier auf der anderen Seite der Welt ein Geschenk geschickt? Sein Bruder Aeron hätte es gewusst, aber Aeron hat auch die Majestät der Wasserhallen des ertrunkenen Gottes, der dem Meer gesehen, ehe er ins Leben zurückgekehrt war. Viktarion lebte in einer gesunden Furcht vor seinem Gott, so wie es allen Menschen gut anstand. Dennoch glaubte er vor allem an Stahl. Er bewegte die verwundete Hand, verzog das Gesicht, zog den Handschuh über und erhob sich. »Zeig mir diesen Zauberer!« Der Käpt'n der Gram erwartete sie auf Deck. Er war ein kleiner Mann, so haarig wie hässlich und von Geburt aus spar. Seine Männer nannten ihn »De Wühlmaus«. »Lord Captain«, sagte er, als Viktarion erschien, »das ist Okworo, ein Geschenk des ertrunkenen Gottes.« Der Zauberer war ein Ungeheuer von einem Mann, so groß wie Viktarion selbst und 2-mal so breit, hatte einen Bauch wie ein Felsbrocken und sein Gesicht war von einem Wirrwarr knochenweißen Haares umgeben wie von einer Löwenmähne. Seine Haut war schwarz, nicht nussbraun wie bei den Menschen von den Summer Islands auf ihren Schwanenschiffen und auch nicht rotbraun wie bei den Pferdeherren der Dothraki und auch nicht so braun wie die Erde und Holzkohle, so wie die Haut der dunkelhäutigen Frau, sondern schwarz. Schwärzer als Kohle, schwärzer als Jet, schwärzer als die Schwingen eines Raben, verbrannt, dachte Viktarion, wie ein Mann, der vor den Flammen geröstet wird, bis sein Fleisch verkohlt und brutzelt und schließlich qualmend von den Knochen fällt. Das Feuer, das ihn verbrannt hatte, tanzte immer noch über Wangen und Stirn, wo seine Augen aus einer Maske erstarrter Flammen spähten. Eine Sklaventätowierung, erkannte der Captain, das Mal des Bösen. »Wir haben ihn im Wasser gefunden, wo er sich einer abgebrochenen Spiere klammerte«, sagte die Wühlmaus. »Er war 10 Tage im Wasser, nachdem sein Schiff gesunken ist. Wenn er 10 Tage im Wasser gewesen wäre, wäre er tot oder verrückt, weil er Meerwasser getrunken hätte.« Salzwasser war heilig. Ihren Feuchthaar und die anderen Priester segneten Männer damit oder tranken von Zeit zu Zeit den einen oder anderen Schluck, um ihren Glauben zu stärken. Aber kein Sterblicher konnte tagelang Meerwasser trinken und hoffen zu überleben. »Er behauptet, ein Zauberer zu sein?« fragte Viktarion den Gefangenen. »Nein, Captain«, antwortete der schwarze Mann in der Gemeinzunge. Seine Stimme war so tief, als dringe sie vom Grund des Meeres herauf. »Ich bin nur ein demütiger Sklave von Cholor, dem Herrn des Lichts.« Cholor, also ein roter Priester. Viktarion hatte solche Männer in fremden Städten gesehen, wo sie ihre heiligen Feuer am Leben erhielten. Sie hatten edle rote Roben aus Seide und Samt und Schafwolle getragen. Dieser hier trug verschlissene Lumpen mit Salzflecken, die ihm zerfetzt an den dicken Beinen vom Rumpf hingen. Aber als sich der Käpt'n die Lumpen genauer ansah, schien es ihm, als könnten sie möglicherweise früher einmal rot gewesen sein. »Ein rosa Priester«, verkündete Viktarion. »Ein Dämonenpriester«, sagte Wolf Einhorn, spuckte aus. »Möglicherweise hat seine Robe Feuer gefangen und er ist über Bord gesprungen, um sie zu löschen«, flog Longwaters Pike vor, und alle lachten. Sogar die Affen fanden das lustig. Sie schwatzten über ihre Köpfe und einer warf eine Handvoll seiner eigenen Scheiße nach hinten, wo sie auf die Planken klatschte. Viktarion Greyjoy misstraute dem Lachen. Sein Klang bereitete ihm Unbehagen, weil er immer befürchtete, Ziel eines Scherzes gewesen zu sein, den er nicht verstand. Euron Krähenauge hatte ihn häufig verspottet, als sie noch Kinder gewesen waren, und Aeron auch, ehe er feuchter geworden war. Ihr Spott war häufig als Lob gewesen und als dieses getarnt, und manchmal hatte Viktarion überhaupt nicht begriffen, dass man ihn verhöhnte. Als er das Lachen erhörte, wusste er es. Dann folgte Wut, die in seiner Kehle aufhallte, bis er an dem Geschmack zu ersticken drohte. Genauso empfand er es auch gegenüber den Affen. Ihre Mätzchen lockerten nie auch nur ein Lächeln auf das Gesicht des Käpt'ns, wo seine Mannschaft brüllte und heulte und pfiff.